Hier eine Übung zum Rechnen mit Klammern. Vor diesen Klammern steht ein Malpunkt. Also wenden wir hier die Distributivität an. Plus mal plus macht plus 4 mal x und plus mal minus macht minus 4 mal 3y. Wenn mehrere Klammern ineinander verschachtelt sind, dann arbeitet man immer von innen nach außen. Wir beginnen also mit dem, was zwischen Hakenklammern steht. Vor dieser Klammer steht ein Minus. Also lassen wir dieses Minuszeichen mitsamt diesen Klammern fallen, indem wir alles zwischen Klammern entgegengesetzt nehmen. Das ergibt dann also minus 3x minus 2y. Vor diesen Klammern steht ein Plus. Die Klammern können wir also einfach fallen lassen und finden so plus 8x minus 14y. Zwischen Hakenklammern können wir noch weiter rechnen, denn wir haben zwei x-Termen, die wir addieren können, und zwei y-Termen, die wir auch addieren können. Minus 3x plus 8x, das macht plus 5x. Und minus 2y minus 14y, das macht minus 16y. Jetzt können wir zwischen diesen Hakenklammern nichts mehr berechnen und kümmern uns jetzt um dieses Minus vor diesen Hakenklammern. Man kann dieses Minus mitsamt diesen Hakenklammern fallen lassen, indem man alles zwischen den Hakenklammern entgegengesetzt nimmt und das ergibt dann minus 5x plus 16y. Jetzt haben wir also noch diese Rechnung. Die Übung ist noch nicht ganz beendet, denn in dieser Rechnung haben wir zwei x-Termen, die wir addieren können und zwei y-Termen, die wir auch addieren können. 4x minus 5x, das macht minus 1x, also minus x. Und minus 12y plus 16y, das macht plus 4y. Also so. Und jetzt ist die Übung beendet.